Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Kirby und das magische Garn. Im letzten Part sind wir in Stoffland gelandet und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die einzelnen Teile des Landes wieder zusammenzunähen. Und ja, wir haben auch schon die erste Stage hier in Grasland hinter uns gebracht und nun geht's weiter mit dem Knopfknospental. Los geht's! Auch ein sehr schönes Level, wenn ich mich richtig erinnere. Prinzipiell alle Stages in diesem Spiel sind toll. Aber manche sind eben noch ein bisschen toller als andere. Oh, ich liebe diesen Boden hier. Mit den ganzen Blumen. Generell, ich mag es, wenn es so farbenfroh ist. Das finde ich immer total schön. Hui! Ha, das war sowas von gekonnt oder auch nicht. So, diese Blumenräder hier können wir zum Blühen bringen, indem wir da so drüber laufen. Finde ich auch ganz schön. Hui! Auch der Hintergrund, da muss man mal so ein bisschen drauf achten, weil der wirklich teilweise sehr dezent gehalten ist mit diesen Blumen hier. Das finde ich total schön. Oder die Tannen da im Hintergrund. Also es ist schon... Es gibt schon sehr viele Details in diesem Spiel. Deswegen, ich möchte hier auch eigentlich nicht unbedingt durchrennen, sondern ich möchte so ein bisschen die Augen offen halten und auch so diese kleinen Schmetterlinge hier zum Beispiel. Ich möchte alles so ein bisschen entdecken. Dementsprechend, ja, lasse ich mir da auch Zeit mit. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Aber ich bin ja generell nicht so der Fan davon, durch ein Spiel durchzurennen. Ich schaue mir lieber alles in Ruhe an. Ich möchte da unten nochmal eben hin, weil das kann man auch hier zum Blühen bringen. Bringt, glaube ich, nicht viel, sieht aber einfach hübsch aus. Ist schon schön, muss man sagen. Aber ich finde auch nicht nur das Design von diesem Spiel ist total toll. Also, ne, da habe ich ja im letzten Part schon genug zugesagt. Ich finde aber auch die Musik ist wirklich klasse. Die passt einfach richtig, richtig gut zur Atmosphäre. Und auch das Gameplay passt einfach. Es ist nicht sonderlich anspruchsvoll, das stimmt schon, aber einfach so Kleinigkeiten, wie dass man sich hier so ein bisschen dranhängen kann zum Beispiel, das finde ich einfach, ist total stimmig. So die Gesamtkomposition passt einfach total gut und es macht Spaß, das ist die Hauptsache. Also ich habe, glaube ich, als ich das Spiel nochmal durchgespielt habe, um die Steuerung so ein bisschen zu üben, 2 oder 3 Tage gebraucht. Also ich habe es dann auch mehr oder weniger am Stück gespielt, weil es einfach ziemlich viel Spaß macht. Blumenuhr. Diese Uhr bringt dir ein bisschen Sonnenschein in die Wohnung. Oh, eine Sonnenblume. Sonnenblumen sind im Übrigen meine Lieblingsblumen. Nur mal so angemerkt. Komm her. Zack. Hepp. Ich glaube, ich muss da sogar hoch, oder? Das finde ich auch total toll. Man kann sich an diese Pusteblume hier dranhängen. Finde ich total klasse. Ah, da oben wären noch Perlen gewesen. Okay. Hepp. Dann wollen wir doch mal weiter nach oben. Wenn Kirby schon nicht schweben kann, dann muss man sich eben anderweitig helfen. Ist ja kein Problem. Oh, das mit dem Frosch finde ich auch irgendwie total cool. Wie er quakt. Ach ja. Schon schön. Froschschirmständer. Dieser Ständer hat magische Froschkräfte und bringt verlorene Schirme zurück. Wer kennt das nicht mit den verlorenen Schirmen, die man irgendwo im Wartezimmer beim Arzt oder so vergisst? Immer wieder schön. Diese Fische können uns, glaube ich, auch nichts, oder? Nee. Die sind auch eher Dekoration als alles andere. Hopp. Und ich finde auch der Regen, das sieht aus, als wenn das auch Garn wäre. Das ist auch total toll. Oh, wie süß. Ich will dich eigentlich gar nicht beseitigen. Ich lasse dich einfach mal da rumsitzen. Und hepp. Einmal hier hoch, bitte. So, hier haben wir so ein Ausrufezeichen. Die werden wir auch noch öfters zu sehen bekommen. Die öffnen uns quasi neue Wege. Wir können uns das mal angucken. Zack. Und jetzt können wir das hier auch aufmachen, wenn ich denn dran komme. Finde ich auch eine total tolle Idee. So, hier haben wir die Musik vom Knopfknospental. Sehr schön. Ist hier unten noch irgendwas eigentlich? Ich möchte mal nachgucken. Noch ein paar Perlen. Übrigens, wir können auch unter Wasser angreifen. Das ist auch kein Problem. Generell, die Unterwassersteuerung hier ist ziemlich freundlich. Muss man sagen. Also das finde ich gar nicht so ungemütlich wie noch in anderen Kirby-Teilen.
Da wollen wir einmal hoch, denke ich. Hui, das ist schon total schön. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Ich glaube, ich möchte erstmal nach links. Hui. Das ist echt so eine richtig entspannende Musik. Zack. Oh, wie die immer auf die Nase fallen, das ist so knuffig. So, nächste Fähigkeit. Dürfte das UFO sein? Ja, das UFO. Kann im Grunde genommen das hier. Kann Perlen aufsammeln dadurch, was ganz praktisch ist. Und man muss es nicht immer so drücken, man kann es einfach gedrückt halten, das ist ganz angenehm. Wir saugen einfach mal alles auf. Auch sowas hier, ist kein Problem. Und wenn unser UFO genug aufgesammelt hat, dann können wir einmal auf den 1-Knopf drücken. Und so ein bisschen was entladen. Das ist ganz praktisch. Also ich mag das UFO. Ist nicht unbedingt meine Lieblingsfähigkeit, aber doch ziemlich weit vorne, wie ich finde. So, Hep. Jetzt müssen hier unten irgendwo Perlen noch sein, jawohl. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Zack. Ich meine, ich komme nicht immer überall dran. Ich übersehe auch genug Perlen, aber ist auch nicht zwingend nötig, dass ich die alle einsammle. Und wir können auch Waddledees einsammeln, auch wenn die hier so wegrennen. Sie haben keine Chance zu entkommen. Oh, dieses Gesicht. Tut einem ja schon fast leid. So, dann entladen wir uns doch einmal wieder. Damit ich auch hier unten an alles drankomme. Ich will alles haben. Ich meine, ich habe zwar schon die Goldmedaille, aber trotzdem. Es gibt auch genug Stellen im Spiel, so wie hier. Autsch. Wo Gegner wirklich unendlich spawnen, aus dem einfachen Grund, damit wir das hier kaputt machen können. Um uns aufzuladen. Und das war es auch schon wieder mit dem UFO. Wow. Sieht echt vielversprechend aus. Macht aber nichts, wir haben eh genug Perlen, von daher gesehen bin ich da nicht drauf angewiesen. Den schönen Freudestanz kriegen wir ja so oder so. Da-da-da-da-da-dam-dam. Ach ja. Ja, wie sich Kirby immer freut. Das ist so knuffig. 1, 2, 3. Wunderbar. Du hast folgenden Flicken gefunden. Wecker. Yay. Oh je, jetzt sitze ich aber ganz schön in der Patsche. Aber richtig in der Patsche. Prinz Plüsch, Herr Kirby, was für ein Glück, dass ich Sie treffe. Ich befinde mich in einer schlimmen Notlage. Könnte ich Sie wohl um Hilfe bitten? Natürlich. Vielen, vielen Dank, Herr Kirby. Sie sind wirklich zu liebenswürdig. So kennt man uns doch. Oder so kennt man Kirby zumindest. Es geht um Folgendes. Ich finde niemanden, der in dieses Haus einziehen möchte. Die Gesetze des Marktes, Sie wissen schon. Ich denke, man müsste hier alles ein bisschen herausputzen, um neue Mieter anzulocken. Freut mich sehr, dass Sie mir dabei helfen. Dann sehen Sie sich bitte dieses Foto an. Ja? Könnten Sie diesen Raum vielleicht so wie auf diesem Foto abgebildet einrichten? Na klar. Wunderbar. Puh, das war leichter als erwartet. Sie sind wirklich außerordentlich hilfsbereit. Ich bin sicher, dass Sie die Einrichtungen an Orten finden, die Sie schon besucht haben. Es gibt einige Wohnungen in diesem Spiel. Und um neue Mieter anzulocken, müssen wir quasi die Schätze, die wir sammeln können, hier einmal platzieren. So, das dürfte einmal die Uhr sein. Und einmal das Sofa. Zack, das war's auch schon. Ausgezeichnete Arbeit, Herr Kirby. Jetzt müssen wir nur einen Blumenliebhaber finden. Vermieten Sie. Au, wie schön. Überall Blumenmotive. Hier möchte ich wohnen. Sie haben es geschafft, Herr Kirby. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. So schnell kann's gehen. Mit Freunden spielen. Du kannst nur mit einem von Kirbys neuen Freunden spielen. Alles klar, wir können's ja mal versuchen. Such michs Versteckspiel in den Brunnengärten. Es gibt viele, viele Minispiele in diesem Spiel. Eben von den Mietern, die hier wohnen.
Und einer davon ist eben Such mich. Ich werde nicht alle Minispiele machen. Die muss man alle machen für die 100%. Da habe ich aber nicht den Nerv zu. Aber ich werde zumindest ab und zu mal eins zeigen, damit ihr wisst, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, das reicht euch, weil die späteren Minispiele sind doch ziemlich nervig. Alles klar. Aber wir haben ja 3 Minuten Zeit, von daher gesehen. So, da ist schon mal der erste. Ich habe es genau gesehen. Komm her. Und tschüss. Also die sind nicht so extrem schwer versteckt, wenn ich mich recht erinnere. Die sollten wir eigentlich ganz gut finden können. Aber in späteren Leveln wird es schon ein bisschen kniffliger, muss man dazu sagen. Gucken. Hier oben ist doch bestimmt irgendwo einer. Da, ich habe es genau gesehen. Komm her. Komm her. So. So, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo... Ja, im Wasser noch einer... Kommst du wohl her? Im Wasser einer ist. Also wenn man so wirklich chronologisch durch das Level durchgeht, dann... Ich habe dich genau gesehen. Klappt es eigentlich ganz gut. Wenn man allerdings einen vergisst, dann ist es immer ein bisschen ärgerlich. Wenn man dann wieder zurück muss. Hier oben irgendwo einer? Da, hinter dem Baum. Ich schüttel einfach mal so ein bisschen. So, wunderbar. Dass wir das zumindest auch mal gesehen haben, wie das so funktioniert. Und wenn wir so ein Minispiel erfolgreich hinter uns gebracht haben, dann bekommen wir auch ein kleines Geschenk. Nämlich Tapete. Du hast folgenden Stoff erhalten. Azurblau oder Stoff. Das war super. Wir sollten irgendwann mal wieder Verstecken spielen. Hallo, warten Sie, Prinz Plüsch. Herr Kirby, ich war gerade auf der Suche nach Ihnen. Ich müsste Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ich möchte das Haus um ein neues Stockwerk erweitern, habe aber nicht genug Perlen. Könnten Sie mir vielleicht, sagen wir, 10.000 Perlen bringen? Ich kann's versuchen. Wunderbar, was würde ich nur ohne Sie beiden machen? Ich warte draußen, also kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie die Perlen haben. Alles klar. Also ich werde mich bemühen, jedes Minispiel mal zu zeigen, wenn ich das hinbekomme. Wenn ich die überhaupt alle freischalten kann. Aber auf alle Minispiele habe ich nicht so extrem viel Lust, um ehrlich zu sein. Und das Spiel ist einfach viel zu süß, um sich da irgendwie die Laune zu verderben, weil irgendwas nicht klappt. Hui! Das ist auch total süß gemacht. No. Regenbogenfälle. Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Zack. Rein da. Ladevorgang. Bitte warten. Dann schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Die Musik ist klasse. Ach, das war dieses Level. Genau, das war nicht schwer, aber ein bisschen anspruchsvoller als die anderen durch diese Strömung hier. Aber auch wieder designtechnisch wirklich klasse. Na. Ah, ich wollte es nicht kaputt machen. Nein. Komme ich da noch hin? Dürfte schwierig werden. Nein, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich wollte diesen Block nicht kaputt machen. Das war blödes Timing. Okay, jetzt nochmal vernünftig. Das war nur Aufwärmtraining. Ja, oder so ähnlich. Trotzdem solltest du mal verschwinden. Okay. Okay.
So, das war doch schon viel besser. Regenbogen. Wer diese Skulptur in der Wohnung hat, sieht immer einen Regenbogen. Das ist korrekt. Da komme ich vielleicht mit dem Auto hin. Na? Das Auto hat ja so ein bisschen mehr Reichweite. Zack. Kann ich dich eigentlich? Ja, okay. Wunderbar. Also was lasse ich da nicht auf mir sitzen. Das geht nicht. Ich habe zwar nicht vor, 100% zu machen, aber sowas geht einfach nicht. Weg mit dir. Wie komme ich denn da an den Knopf dran? Nein, so nicht. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Ja. Okay. Zack. Es ist schon ziemlich süß gemacht mit dem Wasser hier. Einmal den Duschvorhang aufziehen. Also kreativ waren sie auf jeden Fall. Das muss man ihnen lassen. Das hier sind Spawner. Da kommen immer neue Waddle Dees raus. Können manchmal auch ganz schön nervig sein. Hep. Und nein. So wie hier. Es ist nicht nett. Weil mein Stern jetzt weg ist. Aber okay. So, da ist eine Fähigkeit. Was ist denn dann hier oben noch? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Nein, ich denke nicht. Ah, hier ist noch ein Schatz. Okay. Teichlandschaft. Mit dieser Teichlandschaft holst du dir ein bisschen Garten nach drin. Oh, sowas hätte ich auch gerne für mein Zimmer. Sieht ja bestimmt cool aus, aber ich wüsste nicht, wohin damit. Okay, da sind wir gerade hochgegangen. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Was haben wir denn hier für eine Fähigkeit eigentlich? Ah, den Surfer. Der Surfer ist cool. Mal eben schauen. Mit 1 machen wir die Wirbelattacke und mit 2 springen wir. Okay. Okay. Ah, so war das, genau. Auf den Gegner draufspringen und dann die Wirbelattacke machen. Ich finde den Surfer total genial. Ich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem, wie man vielleicht gerade gesehen hat. Aber ich finde ihn total cool. Und leider braucht man auch oftmals die Fähigkeiten, um an gewisse Schätze dran zu kommen. Damit tue ich mich persönlich immer so ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Aber ist ja nicht so schlimm. Hui! Das Wichtigste ist ja immer noch der Spaß an der... Oh, war das knapp an der Sache. Das wollte ich sagen. Das war echt knapp. Das war eine Sache von 10 Millimetern oder so. Aber egal. Wir haben die CD auf jeden Fall gesehen. Yay! So. Das Wichtigste sind sowieso die Einrichtungsgegenstände, weil man die einfach braucht, um die Minispiele auch freizuschalten, weil man eben die Wohnungen dekorieren muss. Hey, ich habe genug Perlen für ein neues Stockwerk gesammelt. Das ist doch schön. Yay, und ein neues Versteckspiel gibt's auch. Hui! Das dürfte jetzt Kletterboningen sein, oder? Jawohl. Den Namen konnte ich mir noch merken. Ah, ich soll auf meine Uhr gucken. Ich würde sagen, wir können so übrigens auch die Welt wechseln. Wir kaufen jetzt auf jeden Fall das neue Stockwerk. Und dann können wir im nächsten Part mit dem Rest weitermachen. Hallo. Bitte. Nein. Warum stand das auf Nein? Frechheit. Ja, bitte. Vielen Dank. Jetzt kann ich das Haus um ein Stockwerk erweitern. Dann nehme ich dieses Projekt am besten sofort in Angriff.
Mach das. Hätte nie gedacht, dass das Filzhaus einmal ein zweites Stockwerk bekommt. Toll. Damit stehen nun zwei weitere Wohnungen zur Verfügung. Könnten Sie als Experte mir vielleicht auch bei der Einrichtung dieser Wohnung helfen? Können wir bestimmt. Die sind wirklich unschlagbar, Herr Kirby. Tja. So, hier haben wir auch so ein paar nette Verkäufer übrigens. Tja, meine Brüder haben wohl beschlossen, hier ihre Läden zu eröffnen. Genau nebeneinander. Naja, ist ja ganz praktisch, wenn man es nicht so weit hat. Hallo, ich bin Möbi Webstuhl. Wenn du Möbel brauchst, bist du bei mir genau richtig. Ich bin Desi Webstuhl. Ich habe den besten Stoffladen Stofflands und auch den einzigen. Schauen Sie jederzeit bei Ihnen vorbei. Ja, manche Einrichtungsgegenstände und Stoffe müssen wir auch kaufen tatsächlich. So, sieht gleich viel freundlicher aus. Wir können ja mal einmal reinschauen, wie das Ganze so aussieht. Ich habe natürlich jetzt nicht... Hallo Handy. So extrem viele Perlen, weil ich die ja für das Stockwerk ausgegeben habe. Ach komm, das Schaukelpferd wollen wir sowas von haben. Und die Blumen will ich auch noch haben. Und dann kaufen wir uns noch das Kissen, genau. Wunderbar. Das ist der Möbelladen. Und der Stoffladen sieht so aus. Stoffe interessieren mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich meine, gut, wenn man 100% machen möchte, muss man sich natürlich alle kaufen. Aber da ich das nicht vorhabe, sind die für mich nicht so extrem interessant wie vielleicht die Einrichtungsgegenstände. Gut, dann würde ich aber sagen, stelle ich mal hier so hin, oder? Yay! Wir machen für heute Schluss und kümmern uns dann im nächsten Part um, ja, ich weiß nicht, die restlichen Level von Grasland. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, wie viel da noch auf uns zukommt. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Na, ich denke, das würden wir nicht schaffen. Wir müssen jetzt nach Kletterboningen. Dann kommt meines Wissens nach auch schon der erste Bosskampf. Und dann können wir eventuell in die beiden Bonuslevel der Welt. Ja. Ich denke, das kriegen wir im nächsten und übernächsten Part dann hin. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Kirby und das magische Garn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.